Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich sprechen über ein ganz interessantes Thema, über die Kinder, wie wir die Kinder aufnehmen und dass wir auch sollen uns also klein werden wie ein Kind. Ja, interessant. Ich lese, wie es in Matthäus 18 steht. Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist doch der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind zu sich, stellte es mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass ihr umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie das Kind, der wird der Größte im Himmelreich sein. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Ja, ein wunderbares Wort. Die Jünger sprechen, wer ist der Größte von ihnen? Und sie kommen zu Jesus. Sie wissen, Jesus ist der Sohn Gottes. Vor ein paar Kapiteln hat Petrus gesagt, du bist Sohn des lebendigen Gottes, zu Jesus. Und dann waren sie auf dem Berg der Verklärung, da haben sie gehört, wie vom Himmel kam die Stimme des Vaters und sagt, das ist mein geliebter Sohn, in ihm ist mein Wohlgefallen. Und sie kommen zu diesem Sohn Gottes mit dieser Frage. Er kann beantworten, wer soll größte ist von diesen Jüngern hier. Aber was macht Jesus? Er sieht ihre Beweggründe. Jemand wollte der Älteste sein und er sah, er ist noch nicht so weit. Und er wollte jetzt noch nicht regeln, wer hier der Größte ist. Und er stellt ein Kind in die Mitte. Und er sagt, wenn ihr nicht umkehrt und nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr überhaupt nicht ins Himmelreich kommen. Und wer hier so, also sich umkehrt und wird klein wie ein Kind, der wird der Größte im Himmelreich sein. Und das ist schon also stark. Und ich denke, der Herr braucht Leute, die leiden. Der Herr braucht Pastoren, der braucht Menschen, Hirten, Lehrer, Evangelisten, die wirklich auftreten, die vorne gehen, stehen vor den Menschen, die die anderen mitreißen. Aber bevor das alles passiert, muss jemand umkehren und werden wie ein Kind. Er muss also vor Gott immer wissen, Gott ist der Vater. Und ich bin nur sein Kind. Meine Sache ist, seinen Willen zu tun. Ja, es gibt Aufgaben, wo man viel Verantwortung haben kann. Aber ich kann die Aufgaben nur tragen, besonders als Leiter, wenn ich vor Gott auch diesen kindlichen Geist habe. Wenn ich wirklich nicht verurteile, wenn ich vergeben kann, wenn ich also so von Gott werde wirklich begnadigt und zu seinem Kind werde, dann ist es etwas Großes. Und zuletzt ist dieser Vers, wer ein Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Für Jesus waren immer Kinder wichtig. Einmal, wo die Jünger wollten nicht, dass die Kinder zu ihm kommen, ja, die wollten nicht, dass sie stören. Jesus sagt, nein, lass die Kinder zu mir kommen. Und er segnete sie. Und wir wissen auch heute, besonders für die weißen Kinder, es gibt so viele Kinder, die haben keine Eltern oder keinen Papa, keine Mama. Und die brauchen diese Unterstützung im Leben, dass wir als Christen auch für die anderen sind, als Eltern manchmal, ja. Es ist wichtig. Ich denke immer wieder an den Georg Müller, weil ich gesehen habe, diese Häuser, wo Georg Müller auch viele, viele Waisen aufgenommen hat. Es war ein Moment, wo 2000 Waisen waren in den großen Häusern, die in Bristol gebaut worden sind. Er hat es gebaut, jedes Mal ohne selber Geld zu haben. Leute haben ihm gegeben, weil sie gesehen haben, er ist ein gottesfürchtiger Mann. Und er hat gebaut und die Kinder aufgenommen. Und sie haben dort Essen gehabt und Kleidung und wurden auch unterrichtet. Und dann auch gesegnete Menschen wurden das. So sollen wir sein, ausgerechnet für die Menschen, die wirklich Unterstützung brauchen. Wer sind es? Das sind Waisen. Das sind auch andere Menschen, die den Herrn brauchen, um eigentlich das zu sehen, dass sie brauchen den Herrn. Nicht die Große, aber die Kleine, die Bedürftige, muss man selber also so werden wie ein Kind vor Gott. Und fragen bei ihm, Herr, was soll ich jetzt weiter tun? Wie soll es weitergehen? Und ich denke, wenn wir so diesen Geist haben, dann können wir auch Verantwortung haben. Verantwortung auch über Menschen, dass wir auch regieren können, wenn wir vor Gott diese Stellung einnehmen als ein Kind. Mir ist es so wichtig, für die Jünger war es immer wieder wichtiger, wer ist der Größte? Sogar die Mutter von dem Johannes und Jakobus sagt, Herr, ja, ich will, dass sie oben neben dir sitzen, einer von rechter Hand, von der linken Seite. Den letzten Tag noch, wo Jesus auf der Erde war und mit dem Abendmahl, wir sehen, die wollten auch, wer ist der Größte? Die mussten es wissen. Und Jesus sagt es nicht.
Aber er sagt später Petrus, weide meine Lämmer, weide meine Schafen. Er braucht Menschen, die weiden sollen. Ja, auch Petrus, nachdem er gesündigt hat, nachdem er verleugnet hat Jesus, er war würdig, die Menschen zu leiten, weil er hat es bereut, weil er wurde wieder so vor Gott klein. Er hat bereut seine Sünden, was er getan hat. Und er war fähig und hat von Gott auch die Kraft bekommen, um die Leitung es zu tun. Es ist immer wieder wichtig für uns, unter uns Brüder, unter uns Schwestern, dass wir während diese Position werden. Wir müssen umkehren und wir müssen einfach werden, wir werden zugänglich werden wie Kinder. Dann liebt uns der Herr und dann werden wir auch so handeln, wie der Herr uns will. Es will in den schwierigen Situationen, wo man auch Entscheidungen treffen muss. Danke, Jesus, für dieses Beispiel. Amen.